Einen Moment lang hoffte ich, dass er weitersprach, doch er hatte nicht vor, mehr preiszugeben und verstummte. »Wenn dem so ist, bleibe ich.« Bruce drehte sich zu mir um und lächelte. »Dann frage ich mich, warum du hier herumsitzt. Ab an die Arbeit!« »Ich habe schon einige Bilder geschossen. Außerdem möchte ich Jeff für heute besser aus dem Weg gehen.« Mein Blick fiel zu dem Fotografen, der sich ebenfalls auf der Bühne aufhielt und die Jungs emsig fotografierte. Ich hatte noch nie jemanden gesehen, der sich dabei derart verrenkte. »Zieh einfach dein Ding durch«, sagte Bruce. »Jeffs Job ist durch dich nicht gefährdet. Er versorgt die Social-Media-Kanäle der Band mit Fotos und ist für Poster, Autogrammkarten und Pressebilder zuständig. Da wird er es wohl verkraften, wenn das Albumcover von dir gestaltet wird.« Das machte vorhin aber nicht den Anschein. Inzwischen hat Mark mit ihm gesprochen. Er kriegt sich schon wieder ein. Ich stand auf und schulterte meinen Rucksack. Bruce folgte mir zurück in den Aufenthaltsraum, wo Mr. Stinger am Laptop saß und Olivia neben ihm telefonierte. »In einer halben Stunde ist Einlass«, sagte sie mit Blick auf die Uhr. »Schick die Jungs von der Bühne. Von jetzt an haben sie sich alle nur noch im Backstage-Bereich aufzuhalten.« Sie legte auf und wandte sich an Bruce. »Neben der Bühne findet ihr Wasserflaschen, die ihr während des Konzerts an die Fans ausgeben könnt. Sanitäter stehen an beiden Seiten bereit. Seht zu, dass ihr geschwächte Mädchen wahrnehmt und sie aus der Menge zieht, bevor sie ohnmächtig werden.«